Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Es geht heute um ein Buch, was mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat, von einer Autorin, von der ich auch schon zwei weitere Bücher gelesen habe, die ich auch einfach geliebt habe. Sie hat immer so tolle Themen im Prinzip, interessante und spannende Themen und die dann in so tollen Geschichten verknüpft, mit einem tollen Schreibstil irgendwie, der auch irgendwie was ganz Besonderes ist und eigentlich auch ziemlich einfach so geschrieben ist, aber ja, so eine gute Message immer an den Leser weitergibt und ja, so auch überhaupt viel an den Leser weitergibt. Also sie bringt einen immer sehr gut dazu, dass man sich Gedanken über bestimmte Themen macht und ob man vielleicht richtig handelt oder Dinge anders zu sehen, als man sie vielleicht vorher gesehen hat. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und ich spreche von Marie-Sabine Roger oder Roger. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Und von ihr habe ich schon das Labyrinth der Wörter gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Und Das Leben ist ein listiger Kater. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und waren beides Bücher, die ich eigentlich richtig, richtig gut fand. Und so ist es auch mit diesem Buch. Es handelt sich um Der Poet der kleinen Dinge. Und das Cover sieht so aus. Da ist hier vorne auch schon so ein kleiner Sticker drauf mit dem Cover von Das Labyrinth der Wörter. Und ja, das Buch hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich fand es richtig gut. Es ist im DTV-Verlag erschienen und hat ziemlich wenig Seiten eigentlich. Ich meine 237. Ich hatte jetzt gerade vor 2 Minuten noch geguckt und habe es schon wieder vergessen, aber es sind 237 Seiten. Und es geht in diesem Buch im Prinzip um eine Verknüpfung von sehr, sehr vielen Lebensgeschichten schon wieder. Insgesamt kann man eigentlich sagen, 4 Stück würde ich sagen so. Ich sag mal, Protagonistin ist eigentlich Alex. Sie ist eine junge Frau, um die 30, die Untermieterin ist bei einer Familie, bei einem Ehepaar im mittleren Alter, sage ich mal, und der Bruder des Mannes ist schwer behindert, also er ist geistig behindert und auch körperlich behindert. Er sieht, sagen wir mal, sehr, sehr mysteriös aus, sehr, sehr seltsam aus, so von der Beschreibung her, die sie dort tätigt. Und die Frau mag ihn überhaupt nicht. Also sie fühlt sich total durch ihn belastet, in ihrem Leben und ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Sie schämt sich für ihn. Er ist ihr eine Last und sie will ihn eigentlich loswerden. Sie behandelt ihn deshalb einfach nur widerlich, wie ich finde. Also wirklich. Sie schreit ihn an, obwohl er gar nicht versteht, warum. Also er ist mit seinen kognitiven Fähigkeiten einfach nicht so weit, dass er checkt, worum es eigentlich geht. Im Verlauf des Buches merkt man, dass er eigentlich viel klüger ist, als man so annehmen könnte. Aber trotzdem ist er halt nicht so weit, dass er das irgendwie verstehen könnte, was sie jetzt für ein Problem mit ihm hat. Ne? Also sie schreit ihn an, manchmal schlägt sie ihn, sie sperrt ihn ein. Und er fristet sozusagen ein trostloses Leben innerhalb dieses Hauses, in seinem Zimmer und vielleicht noch im Wohnzimmer oder Küche, aber sie geht nie mit ihm raus und der Bruder auch nicht. Und es ist einfach ein furchtbares Leben, finde ich. Ich finde, der Mann ist im Prinzip schon genug damit geschlagen, dass er schwer behindert ist, dass er geistig und körperlich behindert ist. Und ich finde es einfach nur gemein, dass er dann noch in solchen Umständen dann leben muss. Es ist einfach immens traurig und emotional und es allein diese Tatsache hat mich in diesem Buch einfach schon total mitgenommen, geärgert. Ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wieso man überhaupt einen Menschen so behandelt und warum dann man dann gerade einen Menschen auch noch so behandelt, der einfach gar nichts dafür kann, dass er so ist, wie er ist. Also ich finde, man sollte generell niemanden so behandeln, aber schon gar nicht so jemanden dann noch, weil der ist schon genug geschlagen in seinem Leben. Naja, auf jeden Fall geht es darum, um Alex, diese junge Frau. Dann zweite Lebensgeschichte ist natürlich von diesem Gérard. Das ist der Behinderte in diesem Buch. Und ja, es wird abwechselnd aus Alex' Sicht geschrieben und dann teilweise aus der Sicht von Cedric. Das ist ein junger Mann. Ja, Mitte 20, glaube ich, war der alt. Und er ist arbeitslos.
schon seit längerem, also er hat schon in den letzten Jahren hat er viele Jobs verloren und lebt jetzt wieder bei seinen Eltern, weil er sich von seiner Freundin getrennt hat. Und der Vater macht ihm mächtig Druck, dass er doch bitte endlich mal sich einen Job suchen soll. Aber er selber weiß eigentlich gar nicht, was er mit seinem Leben jetzt anfangen möchte, was er werden möchte, wie sein Leben verlaufen soll. Er ist da so ziemlich zwiegespalten irgendwie. Und dann gibt es noch dessen Freund Oliver, dem es eigentlich ähnlich geht. Der arbeitet irgendwie so ein bisschen beim Vater im Laden, aber hat eigentlich auch nicht so richtig einen Job, ist auch nicht so wirklich glücklich. Ihm ist eigentlich alles gleichgültig. Und dieser Cedric und dieser Oliver, die verbringen ziemlich viel Zeit am Kanal. Im Prinzip mit nichts tun. Das ist auch der Ort, wo sie dann sozusagen Alex kennenlernen. Es kommt im Prinzip dazu, dass die Alex, die eigentlich ziemlich unnahbar ist, niemanden so großartig an sich heranlassen will und schon gar nicht jemanden so weit an sich heranlassen will, dass derjenige oder überhaupt irgendjemand ihr etwas bedeutet, weil sie halt in ihrem Leben schon öfter enttäuscht worden ist. Gerade diese Alex hat jetzt ein Herz sozusagen für Gerard. Also sie nimmt sich seine an, sie kümmert sich um ihn, sie bringt ihn ins Bett, liest ihm ab und zu Geschichten vor. Ja, daraus entwickelt sich eine wunderbare Geschichte, die diese vier Leben, von denen ich eben gerade berichtet habe, von diesen vier Persönlichkeiten, dieses Leben irgendwie miteinander verknüpft. Und es ist echt wunderbar, es ist total schön geschrieben, finde ich. Es ist total schnell und leicht zu lesen, weil es irgendwie immer so ein leichter Schreibstil ist von Marie-Sabine Roget oder Roja, der mir richtig gut gefällt. Und auch gerade wieder diese Sprünge von der Perspektive von Alex, von der Perspektive von Cedric. Beide haben ein schweres Leben, sage ich mal, hinter sich. Beide denken so ähnlich, sage ich mal. Sie sind beide irgendwie desillusioniert von ihrem Leben. Wobei es irgendwie, finde ich, bei Alex noch so ein bisschen mehr Zukunft gibt. Und ein bisschen mehr Farbe im Leben, dadurch, dass sie so eine Art Weltenbummlerin ist, was irgendwie ziemlich spannend klingt, finde ich. Und ich finde es toll, wie halt im Endeffekt mit Gerard umgegangen wird. Also jetzt natürlich nicht von der Seite aus der dieser Ehefrau da, sondern im Prinzip aus Alex' Seite und im Prinzip, von den anderen, die ihr da Unterstützung bieten. Und das finde ich richtig toll. Es ist super schön zu beobachten, wie dieser Gerard so langsam so ein bisschen aus sich dann herauskommt, wie er so ein bisschen ein Stück von der Welt kennenlernt. Und das ist mega schön. Man wünscht ihm einfach nur das Allerbeste, weil er irgendwie so ein toller Charakter auch ist. Wie ich schon sagte, er ist gar nicht so dumm, wie die anderen das irgendwie denken. Er ist eigentlich ziemlich intelligent. Er kann es halt einfach nur nicht zeigen. Und das ist einfach nochmal das Gemeine daran. Dass er vielleicht wirklich gar nicht so dumm ist, dass es einfach so ist, dass er es nicht ausdrücken kann. Und das ist sehr, sehr schwer auch, finde ich, zu beobachten. Sehr emotional, sehr tiefgründig das Ganze und hat mir echt gut gefallen. Das war ein tolles Buch und ich war bisher, wie gesagt, von jedem ihrer Bücher begeistert. Ich hoffe, dass ich noch viele von ihr lesen kann. Es hat mir echt mega gut gefallen und es zeigt, finde ich, dass Nächstenliebe sehr, sehr wichtig ist, dass Toleranz sehr, sehr wichtig ist und Akzeptanz. Und dass jeder Mensch etwas wert ist, egal was er ist. Jeder Mensch ist etwas wert und jeder Mensch hat eine Chance auf ein glückliches Leben verdient, finde ich. Und das zeigt dieses Buch ganz, ganz toll. Und es zeigt auch, dass ganz, ganz kleine, winzige Dinge ein Leben manchmal total verändern, total umkrempeln können und dass manchmal, das Glück sozusagen nur einen Schritt entfernt ist, dass man manchmal nur einen Stups in die richtige Richtung braucht und dass dieser Stups vielleicht dann manchmal von außerhalb kommen muss, das ist ja auch okay, aber es zeigt halt, dass es sozusagen Hoffnung gibt und dass man es einfach nur angehen muss. Und das finde ich toll, hat mir sehr gut gefallen. Und lest dieses Buch, lest auch die anderen von der Autorin. Also jedes ihrer Bücher war bisher, finde ich, super toll. Wirklich lohnenswert. Und
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch wenigstens ein bisschen begeistern für dieses Buch. Es ist wirklich toll. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.